Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit Steve unterwegs und wir haben folgendes Setup dabei. Ich habe Niederwild, Balanced Landing, Flipflop und Beharrlichkeit. Und wir spielen gegen den begeisterten Bio-Biller, nicht Biller. Ach ja, gegen den begeisterten Biobauern Billy. Das wollte ich eigentlich sagen. Der begeisterte. Was habe ich gerade gesagt? WTF. Keine Ahnung. Nochmal kurz zurückspulen und gucken. Das sieht schon geil aus hier mit dem Mond, ne? Ach ja, und gleich werde ich wieder von Ghostface weggegrabbelt. Also, wir sind mit Steve unterwegs. Ich habe die Archivaufgabe aktiv, dass ich Totems finden soll. Beziehungsweise stimmt nicht, ich soll Totems zerstören. Finden allein reicht nicht aus, aber um die Totems zu finden, habe ich immerhin schon mal Niederwild dabei. Das Setup war übrigens so am Start. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie ein random Setup gewesen ist, was wir irgendwann mal im Stream gespielt haben. Beharrlichkeit und Flipflop. Mal schauen, ob wir überhaupt dazu kommen, das zu nutzen. Und ja, ich habe noch einen Insta-Heal dabei. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Oh, wir kommen hier aber echt gut voran, ne? Ich hoffe mal, dass der Billy jetzt nicht hierher kommt. Und dann haben wir das fast in der Zeit einfach. Genau, guck mal hier, jetzt sind wir bei 1,26, ne? Mit dieser schicken Umdrehung. Zu Anfang der Runde. Da ist er gerade rüber gesaust. Gut, wir schnappen uns mal eben hier das erste Totem. Okay. Da ist es. Ich habe gerade eigentlich wirklich gedacht, dass es dort wäre. Naja, gut, okay, erstes Totem ist weg. Ich glaube, ich bin bei 15 von 20. Also wir könnten die Aufgabe theoretisch schaffen, wenn wir dann alle Totems wegmachen in dieser Runde. Aber hey, warten wir mal ab. Ach ja, Runde startet, genau neben dem Gen gespawnt. Oh, schöner geht's ja schon fast gar nicht mehr eigentlich. Und die erste Person hat jetzt einen Hit bekommen. Auch interessant, also normalerweise müsste es doch jetzt eigentlich gleich hier nochmal pling, pling machen. Da rennen sie zur Hütte. Ja, da ist das nächste Pling. Ich bleibe erstmal hier ganz genüsslich am Generator hocken. Ah, jetzt muss die Palette gezogen werden. What? Bitter. Das ist bitter. Wir alle kennen und lieben es, wenn das passiert, ne? So, ist der Keller da? Na, sieht nicht so aus. Geh mal ein Stückchen ran. Sicher ist sicher. Oh, das war aber ein knappes Höschen, ey. Schwein gehabt. Und der wird trotzdem noch. Okay. Der hängt trotzdem noch ab. Es wird also wieder so eine Runde. Ich verstehe. Jetzt können wir dem vielleicht helfen. Das ist halt wieder so dieses Typische, ne? Ich geier mir die 1000 Punkte trotzdem. So, ja, GG. Gut, dass wir drüber gesprochen haben, Dwight. Dann komm du mal wieder vom Haken runter. Und wow, die nächste Person wurde erwischt. Alles klar, Barbecue confirmed. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der andere Typ jetzt auch gleich. Was heißt der andere Typ? Der Killer halt, ne? Können wir halt vorstellen. Dass der Killer ja hier wieder herkommt. Wer hätte damit nur rechnen können? Okay, den Hit musste ich nehmen, scheinbar. Ich überlege, ob ich mir. Ich habe hier echt gute Chancen, den Insta-Heal zu nutzen. Es wurde sowieso schon gerettet. Dann gehe ich zum Generator zurück. Naja, gut. Ich habe eigentlich gedacht, dass er mir hinterher rennt, weil in der Hütte hätte ich natürlich ganz geile Chancen gehabt, die Jagd noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Nächste Person erwischt. Alter, jetzt hat er einen guten Flow drin. Das ist immer gefährlich, wenn du den Billy hast mit Barbecue. Ist immer die Gefahr, dass der in diesen Flow reinkommt, wo er einfach von Haken zum nächsten Survivor rennt und man nichts anderes mehr zu tun hat, außer die anderen Leute andauernd vom Haken zu retten und sich umsägen zu lassen. Naja, gut, okay. Ich mach mal hier den Generator fertig. Hoffe ich. Aber er scheint nicht hierher zu kommen. Und die anderen Leute sind sowieso, glaube ich, alle gerade auf der Seite der Map. Deswegen lasse ich mal eben hier da drüben den Typen baumeln. Und dann warten wir ab. Was so passiert?
Okay, da arbeitet jemand. Einer wird scheinbar gejagt, weil die Kettensäge ist irgendwie dauerhaft am rum, rum, rum. Okay, Billy ist nicht hier. Wir gehen helfen. Schaffen wir auf jeden Fall noch. Und dann muss ich aufpassen. Kommt er zurück oder nicht? Er haut ab. Oh, der Generator hier ist schon ein bisschen bearbeitet worden. Kein Pop Goes to Weasel, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn jetzt hinten in der Hütte fertig wird, der war auch schon relativ weit, und er in der Jagd bleibt, er bleibt scheinbar in der Jagd, könnte es sein, dass das schon jetzt der letzte Generator hier dann gleich aktiviert wird. Krass. Naja, gut, guck mal, der erste Gen war auch ziemlich schnell fertig, ne? Jetzt sind wir auch bei knapp 6 Minuten und wir haben gleich alle Generatoren durchgenudelt. Schaffe ich es unter 6? Nee, leider nicht. 6 Minuten 1. Na moin. So. Ah, der Billy ist da hinten. Er wollte gerade schlagen. Ist halt die Frage. Nöd, ja, nein. Verzweiflung, ja, nein. Ich habe nur ein einziges... er hat kein Nöd, offensichtlich. Ich habe nur ein einziges Totem jetzt leider geschafft. Naja. Ich meine, die Aufgabe wird man einfach so im Laufe der Runden sowieso fertig bekommen, ne? Von daher mache ich mir jetzt keinen Stress. Na, da sind die immer noch. Gut, dann gucken wir mal, dass wir hier die aus... Wow, die machen sogar auf direkt. Ob das jetzt halt wieder so intelligent war. Der da ist offen. Sekunde, die sind ja hier. Okay, es war intelligent. Gut. Wir sind aber auch raus. Ich dachte, die wäre noch da hinten. Ist aber schnell hier rüber gekommen, oder? Naja, gut. Ich gehe mal davon aus, dass der andere safe ist. Nicht, dass er jetzt irgendwie an der Palette steht. An der Palette, genau. An der Luke steht und gern durch die Luke rausgehen will und ich dann hier im Ausgang stehen bleibe oder so. Da hat ja auch niemand was von. Können wir eben kurz gucken. Ja, der andere ist auch raus. Ja, GG. Das war, ja, eine relativ schnelle Runde leider, ne? Und der Billy hatte eigentlich, also was wir jetzt so zumindest vermutet haben, oh, dreimal Schiller und einmal Bronze, lass uns mal kurz schauen, ein relatives Standard-Setup. Oh, er hatte sogar Nöd dabei. Es wurden alle Totems gemacht. WTF. Okay, krass. Er hatte gar keinen Pop. Ich dachte, er hätte Pop gehabt. Dachte ich, er hat Pop gehabt? Ich weiß es nicht. Nurse is calling. Beständig war noch mit dabei und er hatte tatsächlich Nöd. Das heißt, wir haben sämtliche Totems sogar gemacht und alle Gens in knapp 6 Minuten. Tja, ich würde mal sagen, GG an meine Survivor-Mates auf jeden Fall. Das ist mal eine richtig heftig schnelle Runde gewesen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich bin raus. Und schön, dass ihr am Start gewesen seid, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Vielen Dank an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Danke an Tossi, Melanie und Packard. Leute, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht ihr euch noch einen schönen Tag und haut rein. Tschüss.